taucht ab in fremde Welten, erforscht die Umwelt, hat Respekt, lernt die Regeln, die hier gelten, und sieht hin, damit sie's checkt. Leute, ich übe schon mal ein bisschen, weil heute geht's um Natur auf dem Dach. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich dafür irgendwo raufklettern muss. Deswegen, nichts wie los. Oh, meine Aufgabe. Oje, na dann, nichts wie hoch. Doch ganz schön anstrengend. So, schauen wir mal, was ansteht. Na? Mäh einen Dachrasen. Also, hier gibt's überhaupt kein Gras. Ihr seid ja lustig, ich bin auf dem falschen Dach. Na dann muss ich wohl wieder runter. Hey JJ, sag mal, gibt's hier irgendwo ein begrüntes Dach? Du, hier um die Ecke ist ein Bürogebäude. Die haben ein grünes Dach. Probier's doch mal da. Ja, dann schau ich da mal hin. Ich glaube, du müsstest mich nur losmachen. Das kriegen wir hin. Und schon bist du wieder frei. Perfekt. Danke dir, das war echt cool. Super, hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao. So, Leute, ich habe mir mal einen Rasenmäher besorgt, weil keine Ahnung, was da oben auf mich wartet. Ich bin mitten in München unterwegs. Typisch für eine Großstadt ist hier jeder Quadratmeter zugebaut. Viel Beton und wenig Grün. Mal sehen, wie es oben auf dem Dach aussieht. Hi! Hi! Sag mal, ist hier das begrünte Dach? Ja, genau, hier oben einmal. Ach cool, ich würde da mal hochfahren, ein bisschen Rasen mähen. Ja klar, hier mit dem Aufzug einmal hoch. Viel Alles Spaß. Klar, danke! Tür öffnet. Boah, boah, krass. Hier ist ja echt alles voller Gras. Bisschen trocken, aber gut. Schauen wir da vorne ums Eck. Wow, so sieht also ein Gründach von oben aus. Ah, da gibt's was zu mähen. Jetzt geht's los. Schon verrückt, oder? Mitten in der Stadt ein ganzes Dach voller Gras. Hätte ich irgendwie nicht gedacht. Hallo! Hi! Schön, dass du mir hilfst. Ja, sehr gerne. Ich bin die Pia. Ich bin der Nico. Hallo. Hi, Nico. Normalerweise kümmere ich mich hier auf dem Dach um die Rasenmäher. Aha. Mhm. Naja, ich dachte, ich helfe dir mal ein bisschen. Super, danke schön. Sag mal, warum habt ihr hier überhaupt alles voller Gras? Hier wächst Gras, weil wir unbedingt wollen, dass die Städte grüner werden. Mhm. Und wir haben so viele Dachflächen, dass wir hier auf dem Dach einen Naturraum schaffen wollten. Boah. Und diese Dachfläche versorgt zum Beispiel jeden Tag 60 Menschen mit Sauerstoff. Boah. Und natürlich wird dieses Gebäude, auf dem wir gerade stehen, dadurch auch kühler. Und wenn alle uns nachmachen, was hoffentlich der Fall ist, hat es vielleicht auch eine große Auswirkung auf die Stadt als Ganze, dass eben im Zuge der Klimaerwärmung die Stadt auch kühler wird. Ja, hey Nico, ich würde sagen, ich mähe mal noch ein bisschen. Hervorragend. Die Grünfläche hier auf dem Dach ist wirklich riesig. Keine Ahnung, wie ich das alles alleine mähen soll. Oh, hey Nico, wen hast du denn da dabei? Meine Rasenmäher. Oh, wow. Oh. Oh, die sind ja flauschig.
Das sind natürlich die viel besseren Rasenmäher als ich. Ich glaube auch. Ja. Aber du hast es auch nicht schlecht gemacht. Danke. Und die wohnen hier oben? Genau, die halte ich das ganze Jahr über hier oben. Mhm. Und diese Rasse, das ist eine ganz alte Rasse, die sind sehr robust und denen geht es tatsächlich eigentlich am besten, wenn die immer draußen sind. Was ist das denn für eine Rasse? Das sind Walliser Schwarznasenschafe. Aha. Und die wurden gezüchtet für die Hochlagen im Schweizer Oberwallis. Aber wie sind die denn hier hochgekommen? Die sind sehr gute Kletterer. Was? Nein. Im Prinzip kann ich auch mit denen durchs Treppenhaus laufen. Wir haben aber hier hinten auf dem Dach einen ganz großen Aufzug, ja, wo ich sie dann hoch und runter fahren kann. Das ist ja echt total verrückt. Ich hätte jetzt mit vielen gerechnet, aber noch nicht mit Schafen auf einem Dach mitten in der Stadt. Hier oben auf dem Dach haben die Schafe auch einen Stall, wo sie ihre Lämmer bekommen und sich bei Regen oder Hitze unterstellen können. Die haben sich da gemütlich gemacht. Ja, Mäusi, komm. Hallo. Das sind jetzt die Lämmer von dem Jahr. Die sind 6 Wochen alt. Mhm. Immer wenn ich dann hier oben zu meinem Routine-Kontrollgang gehe, ja, dann schaue ich natürlich, ob die Lämmer bei den Müttern immer noch schön trinken, was eigentlich nie ein Problem ist. Mhm. Aber die Schafe brauchen schon sehr viel Pflege und eben 7 Tage und auch oft viele Nächte. Ja, das ist wenn klar. Irgendwas nicht stimmt, muss ich da sein. Mhm. Aber ich liebe es. Das sonst würde ich es nicht machen. Ja, die sind auch echt total entspannt, wenn wir jetzt hier bei denen sind. Ja. Weglaufen könnten die hier oben ja eh nicht. Relativ schwer. Ja. Und was auch gut ist, Feinde haben sie hier ja auch nicht, oder? Der Wolf kommt hier ja nicht hin. Ja, tatsächlich spricht man ja bei den Schaffeinden ganz viel von dem Wolf. Genau. Aber der größte Feind der Schafe sind tatsächlich die Raben. Ach was? Ja, weil die Raben auf die Lämmer gehen und die Lämmer anpicken. Oh nein! Und die Raben haben wir hier oben auch. Aber ich habe noch nie ein Schaf wegen einem Raben verloren. Das ist schon mal gut. Ansonsten lebt die kleine Schafherde von Nico hier auf dem Dach genauso, wie sie es am Boden auch tun würde. Komm, kleine Maus. Ah, schön habt ihr es hier oben auf jeden Fall. Finde ich auch. Ja, total. Man hält's aus. Mhm, würde ich auch sagen. Oh, ihr habt da hinten ja auch noch Hühner. Genau, das sind Brahma-Hühner, eine ganz alte Rasse. Mhm. Und die sind flugfaul, was sehr schön ist, weil sie somit nicht vom Dach runterfliegen. Ah, sehr praktisch. Aber sag mal, warum habt ihr denn hier diese ganzen Tiere? Das ist ein Umweltbildungsprogramm. Ja. Und da haben wir hinten einen Schulgarten, wo wir Gemüse anbauen, also das Thema Ernährung. Und mit der Almschule können eben Kinder und Jugendliche hier hochkommen, wo wir nicht mit Stift und Papier lernen, sondern mit Schaufel und Besen oder was auch immer wir gerade brauchen. Aber, Herr Nico, ich muss ja noch meine Aufgabe lösen. Ich schaue noch mal zu meinem Rasenmäher. Unbedingt. Ja, danke. Hey, meine Rasenmäher. Wie gut, dass ihr heute meine Arbeit übernehmt. Ein Foto darf natürlich nicht fehlen von dir. Der beste tierische Rasenmäher, den es gibt auf dem Dach. Aufgabe 1 gelöst. Mit Hilfe der Walliser Schwarznasen habe ich einen Dachrasen gemäht. Meine nächste Aufgabe. Schauen, was ansteht. Finde 3 Tiere, die auf dem Dach leben. Sehr einfach. Schafe habe ich schon mal, Hühner. Schafe und Hühner zählen nicht. Na toll. Okay, ich glaube, da brauche ich noch mal Nikos Hilfe. Den suche ich noch mal. Wo ist denn jetzt der Nico hin? Naja, bis ich den gefunden habe, gibt's für euch noch mal ein paar Infos. In unseren zu betonierten Städten zählt jeder Quadratmeter grün. Deshalb werden begrünte Dächer in der Zukunft immer wichtiger werden. Und so entsteht ein Gründach. Zuerst legen die Dachdecker eine wasser- oder wurzelfeste Schicht aus. Schließlich sollen die Wohnungen unten drunter trocken bleiben. Dann kommt eine Matte drauf mit vielen Vertiefungen. Darin wird Regenwasser für die Pflanzen gesammelt. Jetzt fehlt noch die Erde bzw. das Substrat. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Materialien, die Wasser speichern können. Normale Pflanzenerde würde schnell austrocknen. Auf dem Substrat wachsen Pflanzen super gut und können sogar richtig hoch werden. Viel Pflege braucht so eine Dachbegrünung nicht. Wer keine Schafe hat, muss sein Gründach aber mindestens einmal im Jahr mähen.
Dafür sollte man sich dann besser anseilen. Hey Nico, ah. Da bist du ja. Ich habe eine neue Aufgabe bekommen, ja. Und ich brauche deine Hilfe. Ich muss 3 Tiere finden, die auf dem Dach leben. Hühner und Schafe zählen aber leider nicht. Ah, okay. Weißt du, wo ich da welche finden kann? Müssen wir auf ein anderes Dach vielleicht noch schauen? Ja? Können wir machen. Na dann los. Wunderbar. Nico will mir das Dach eines Hotels zeigen. Einmal angelegt, bleibt die Fläche sich selbst überlassen. Nur Nico kommt ab und zu hierher, um zu schauen, wie sich die Natur entwickelt. Boah! Das sieht ja hier noch mal ganz anders aus. Hier gibt es keine großen Tiere, sondern nur ganz, ganz kleine. Ja. Und wir wollen tatsächlich hier einfach ein Zuhause für die Insekten und die Vögel schaffen. Mhm. Es ist ja auch ziemlich wild hier oben, oder? Ja, und es soll es auch sein. Ich finde, unsere ganzen Wälder und die ganzen Grünflächen in der Stadt sind oft so aufgeräumt. Sehr. Und die Natur braucht unaufgeräumte Kinderzimmer. Ja, und das sieht hier auf jeden Fall danach aus. Ja. Da müssten wir doch ein paar Tierchen finden, oder? Ich glaube, auf jeden Fall. Ja? Als erstes suchen wir einen Haufen Totholz ab. Hier könnte jetzt was krabbeln, zum Beispiel. Käfer oder so. Seit zwei Jahren hier. Ja. Und hoffentlich, das wird sich dann alles zersetzen. Mhm. Und in unterschiedlichen Zeiten werden sich wiederum unterschiedliche Tiere ansetzen. So ein toter Baumstamm kann für kleine Tiere Nahrungsquelle, Brutstätte oder Wohnraum sein. Hey, da springt tatsächlich gerade eine Heuschrecke. Ja, da ist eine. Sollen wir sie fangen? Ja, ich probiere es mal. Was machst du? Die springt. Du? Warte. Die kriege ich. Hast du sie? Ja, hab sie. Eine kleine Schrecke. Die kitzelt. Die kommt. Oh, da ist sie. Da ist sie. Oh, und weg ist sie. Aber das war die Nummer 1. Auf jeden Fall. Da hinten sitzt sie noch. Schau. Tatsächlich. Boah. Nico, wie ist die denn hier hochgekommen? So hoch kann die doch gar nicht springen. Das ist eine gute Frage. Und die Insekten, die finden immer ihren Weg, da wo sie hinwollen. Entweder halt über die Erde, die wir hier oben eingebracht haben, auch dieses Holz. Die Vögel haben wir hier oben, Nistkästen, dass die das mittransportieren. Und so findet die Natur immer ihren Weg. Und das ist so wunderschön, finde ich. Ja, total. Also dann haben wir schon mal eins und ich muss noch ein Foto machen. Da hinten ist sie noch ganz still. Nicht weghüpfen jetzt. Und perfekt, das war die Nummer 1. Nico, wir suchen weiter, oder? Machen wir. Schau mal, Nico. Bienen, oder? Tatsächlich, ja. Eine Biene und eine Hummel. Ja, genau, das hier ist die Carnica. Das ist so eine klassische Honigbiene. Ja. Und hier haben wir die Hummel. Wow. Das sieht ja toll aus hier an der Blüte. Da mache ich doch gleich noch ein Foto von denen. Unbedingt. Nehmen wir doch gleich die. Perfekt. Das ist schön. Wahnsinn. Nico, es ist ja echt krass, wie viel hier oben los ist. Das hätte ich gar nicht gedacht. Stimmt. Und man sieht es auf den ersten Augenblick irgendwie gar nicht. Ja. Und es ist eben so wahnsinnig wichtig, weil wir in der Stadt immer mehr bauen, dass wir eben genau solche Grünflächen schaffen. Und es ist ja eigentlich nicht viel dran. Ja, total. Und für die Natur ist es total wichtig. Genau. Denn hier haben wir verschiedenste Versickerungsflächen angelegt. Versickerungsflächen, das heißt einfach, ihr habt hier was angelegt, damit sich das Regenwasser dort sammeln kann? Genau. Und im Wasser leben natürlich ganz andere Organismen, als es auf dem Land der Fall ist. Ja, total. Schauen wir doch mal rein. Oh ja. In das kleine Pfützchen. Ist das hier eine Schnecke? Ja. Wie kommen denn die Schnecken hier hoch? Hey, die Schnecken, das kann sein, auch dass die über die Eier aus der Erde kommen. Mhm. Aber auch Wind kann auch Kleinstlebewesen transportieren, wie Spinnen. Die werden auch über starke Windereignisse transportiert. Aha. Genau. Boah, das ist ja echt spannend. Oh, ist schön kühl. Ja, das ist angenehm gerade. Ja. Ahaha, und eine Spinne. Ui. Da auch. Hier ist echt was los. Aber was macht denn die Schnecke,
wenn das Wasser mal ganz weg ist hier? Dann wird sie wahrscheinlich sterben. Und nicht jedes Leben dauert so lang wie unseres. Und die Mikroorganismen und Insekten, die haben manchmal nur ein paar Stunden, ein paar Tage Zeit zu leben. Und es ist so, ich finde es wahnsinnig spannend, dass die Natur auch für so kurze Lebenszeiten Räume schafft. Ja, total. Und jedes Leben hat seinen Sinn. Schnecke, Spinne, Spinne, Schnecke, was nehme ich? Kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich nehme die Schnecke. So, Foto. Zweite Aufgabe gelöst. Auf so einem Gründach ist tierisch was los. Mit Schnecke, Schrecke und Biene habe ich meine drei Tiere gefunden. Nico, vielen, vielen Dank, dass du mir heute die Dächer hier gezeigt hast. Sehr, das war sehr gern. Sehr interessant. Freut mich. Packmas. 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 Oh. Nächste Aufgabe. Bereite ein Essen mit 5 Zutaten vom Dach zu. Im Prinz-Eugen-Park erklärt dir Annika, wie du zu deiner Mahlzeit kommst. Okay. Ich bekomme eh langsam Hunger. Perfekt. Im Prinz-Eugen-Park in München wurde vor einigen Jahren ein neues Wohnviertel gebaut. Alle Dächer hier sind begrünt. Zusammengenommen können sie tonnenweise Regenwasser speichern. Im Sommer kühlen diese Gründächer die Wohnungen darunter. Außerdem saugen die Pflanzen Schadstoffe und Staub aus der Luft ab und filtern sie. Und die Menschen, die hier leben, haben schöne Erholungsflächen. Hallo! Bist du die Annika? Hi! Hi. Ja! Hi. Boah, Annika, das ist ja echt Wahnsinn, wie grün das hier alles ist. Schön, oder? Total, ja. So viele unterschiedliche Pflanzen vor allem. Ja, wir haben hier eine ganz vielseitige Pflanzung uns angelegt. Mhm. Das sah nicht immer so aus. Vor 3 Jahren war hier alles kahl. Echt? Da war gar nichts da. Boah, dafür ist es jetzt aber ganz schön bunt. Aber sag mal, wir sind doch jetzt gerade nicht auf einem Hausdach, oder? Na, streng genommen schon, weil unter uns ist eine Tiefgarage. Ah. Und alles, was du hier siehst, ist im Prinzip eine Dachbegrünung. Ah, da ist schon ein Schacht. Wir stehen hier auf dem Tiefgaragendach, genau. Sag mal, was wächst denn hier jetzt eigentlich alles so? Ja, wir haben uns hier Pflanzen ausgesucht, die besonders gut mit Trockenheit und Hitze auskommen. Mhm. Deswegen haben wir uns nicht für hauptsächlich heimische Pflanzen entschieden, sondern für Pflanzen aus Nordamerika, aus der Prärie. Wir haben überlegt, wenn das Klima immer heißer wird und trockener, also Stichwort Klimawandel, dass wir dann auch die Pflanzen schon so aussuchen müssen, dass sie hier dauerhaft auch wachsen können. Mhm. Ja, und es schaut aus, als würde es ihnen richtig gut gehen. Richtig schön saftig grün schaut es hier aus. Genau. Auf einem Dach kommt manchmal Wasser in großen Mengen an, dann wieder wochenlang gar nichts. Hier wird das Regenwasser über ein System von Rinnen geleitet und landet am Schluss wieder im Boden, nicht im Gully. Boah, Annika, ich habe dich jetzt gerade voll beim Arbeiten aufgehalten. Ich wollte eigentlich nur kurz vorbeikommen und meine 5 Zutaten sammeln. Ja, man muss aber vorher dir den noch verdienen. Du musst uns ein bisschen helfen hier. Und zwar beim Unkrautjäten. Eine Pflanze, die hier nicht wachsen soll, ist der Topinambur. Die Knollen kann man zwar essen, im Staudenbeet nehmen ihre Wurzeln aber überhand und müssen raus. Da habe ich jetzt aber 2 ordentliche Oschis rausgeholt. Viele Kinder aus der Wohnsiedlung sind mit von der Partie, wenn es auf den verschiedenen Gründächern etwas zu tun gibt. Mittlerweile wissen sie schon ganz gut, welche Wildkräuter, so nennt Annika das Unkraut, hier wachsen dürfen und welche nicht. Manche Pflanzen sehen zwar schön aus, müssen aber trotzdem raus. Boah, Leute, das ist heute mein größtes Unkraut oder Wildkraut. Ja, jetzt hast du dir auch deine 5 Zutaten verdient. Ja? Jetzt kannst du mal raufgehen zum Carlos. Aufs Dach? Aufs Dach und dir deine 5 Zutaten sammeln. Cool, danke Annika. Und das lasse ich dir hier. Das kannst du uns da lassen. Ciao, mach's gut. Ja, ciao. In dieser Wohnsiedlung ist es nicht nur unten grün. Auf vielen Dächern gibt es sogar richtige Gärten. Hallo. Hallo, Pia. Bist du der Carlos? Ja, das bin ich. Bist du jetzt der Gärtner hier oben vom Dach? Ich bin einer der Gärtner. Okay. Wir teilen das zwischen den Nachbarn hier oben. Und jeder kriegt so eine Parzelle und jeder darf machen, was er möchte. Ich habe schon gesehen, hier hinten zum Beispiel Erdbeeren, Kürbisse. Genau. Aber auch Blumen. Richtig. Voll gut. Da habt ihr ein Gewächshaus? Genau. Hier in diesem Gewächshaus haben wir Gurken gepflanzt. Echt? Ja. Schau. Komm rein, bitte. Da sind ja ganz schön viele Gurken. Ja. Wahnsinn. Esst ihr so viele Gurken?
Uff, wir sind viele Nachbarn. Und hier haben wir die Kompostierer. Ah, perfekt, ja klar. Braucht man ja im normalen Garten auch. Genau. Aber Carlos, weißt du, was mir gerade auffällt? Die Erde hier sieht irgendwie anders aus. Fast wie Vulkanerde und fühlt sich auch so an. Ja, genau. Das ist eine ganz besondere Erde mit vielen Mineralien. Und das hier, das ist Ton, das ist dafür, dass das Wasser gespeichert wird. Mhm. Ja, weil wir haben hier ungefähr so 50 cm, so eine Höhe, ja. Erde. Und normalerweise kommt das Wasser im Garten von unten. Ja. Und in dem Fall gibt es kein Wasser von unten, sondern ein Wohnzimmer. Ja. Und damit das Wasser bleibt, brauchen wir Ton. Ja, natürlich, klar. Das heißt, ich kann hier oben aber auch nicht alles anpflanzen, oder? Nein. Du kannst nicht alles anpflanzen, weil eben das genauso tief ist. Ja. Und wenn die Wurzeln zu tief in die Erde greifen, ist es schlecht für das Gebäude. Ja, also es wäre ein bisschen komisch, wenn auf einmal Wurzeln aus der Decke kommen. Ja. Auf dem Dachgarten wächst alles wie in einem normalen Garten. Je nachdem, wie eben das Wetter ausfällt. Wie macht ihr das hier oben eigentlich mit dem Gießen? Müsst ihr immer runter in die Wohnung und dann Wasser holen? Das ist gar nicht notwendig. Wir haben ein Bewässerungssystem. Mhm. Ja, siehst du, da ist ein Hahn. Ah ja, klar. Genau. Ja. Und wir nehmen Grundwasser. Das heißt Wasser von der Erde, vom Grund. Ja. Das ist halt Regenwasser, das dann runterfällt und sammelt sich auf den Boden. Ja. Und mit einer Pumpe pumpen wir es hier hoch. Damit gießen wir. Mhm. Also natürliches Wasser. Dann ist das ja eigentlich wie ein Kreislauf. Ja, genau. Okay, also ich muss echt sagen, ich konnte mir gar nicht vorstellen, was hier oben auf dem Dach alles wächst. Aber also es ist echt einiges. Und Carlos, ich habe ja eine Aufgabe bekommen. Ich muss ein Essen zubereiten und brauche dafür 5 Zutaten hier oben vom Dach. Dürfte ich mir da ein paar stibitzen? Du darfst auch mitessen. Ach, dann gerne, natürlich. Ja? Ich mache einen schönen bunten Salat. Zutat Nummer 2. Tomaten dürfen nicht fehlen. Perfekt, gleich 2 Zutaten auf einen Streich. Ein bisschen Schnittlauch. Perfekt. Und ein bisschen Dill. Alle 5 Zutaten. Perfekt. Jetzt wird geschnibbelt. Fertig. Wow, wunderschön. Guten Appetit. Guten Appetit. Bin gespannt, wie es schmeckt. Ja, bestimmt sehr gut. Sehr lecker. Und total frisch. Ja, es macht einen Unterschied. Hier hast du es gerade geerntet. Das ist ganz frisch aus der Erde. Mhm. Und im Supermarkt hat es längere Wege hinter sich. Es wird manchmal auch ein bisschen grüner geerntet. Es reicht auf dem Weg und ist natürlich nicht dasselbe. Sehr empfehlenswert. Ah, und wisst ihr was? Ich habe meine 3. Aufgabe bestanden. Ich habe ein Essen zubereitet mit 5 Zutaten vom Dach. Dann darf das Foto natürlich nicht fehlen. Mein heutiges Dachmenü: bunter Sommersalat mit frischen Kräutern. Oh Mann, Leute, ist echt schön hier oben, oder? Und das Ganze mitten in der Stadt. Also es können auch ganz viele kleine Flächen dazu beitragen, dass unsere Städte grüner und vor allem auch kühler werden. Jedes Stück Grün zählt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es in Zukunft in ganz vielen unserer Städte so schön grün ist, wie hier oben auf dem Dach. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon auf unsere Abenteuer in der wilden Natur. Sie taucht ab in fremde Welten, erforscht die Umwelt, hat Respekt, lernt die Regeln, die hier gelten, und sieht ihn, damit sie es checkt. Der Spur.